Lokale KI ist das Thema dieses Videos und sie ist mit großen Hoffnungen verbunden. Wir meinen damit KI-Modelle, die direkt auf lokalen Computern oder in lokalen Netzwerken ausgeführt werden, ohne dass die Daten in die Cloud gelangen. Und manche dieser lokalen Modelle sind auch Open Source und geben auch ihren Quellcode frei, wie zum Beispiel GPT-4all und andere nicht, wie zum Beispiel Ollama. Die großen Hoffnungen rund um lokale KI haben vor allem mit dem Datenschutz zu tun, weil es ja vieles gibt, was man im Dialog mit einem KI-Chatbot nicht veröffentlichen sollte und was auch nicht in den riesigen Datenpool gelangen sollte, mit dem die Modelle trainiert werden. Zum Beispiel personenbezogene Daten oder firmeninterner und anderes mehr. Da geht es um Datenschutz und Datenhoheit und es geht auch um die Deutungshoheit, denn die eigenen Texte und Begriffe werden ja von den Sprachmodellen weiterverarbeitet. Und lokale KI-Modelle haben auch ein paar ganz praktische Vorteile. Wenn ich zum Beispiel an einen Bildgenerator denke, der üblicherweise pro Prompt kostet und in einem lokalen Modell habe ich zahllose Prompts zur Verfügung, wenn ein Bild einmal nicht gelingt. Die Hoffnungen sind also groß. Und in Deutschland wurde vor kurzem unter einer breiten Trägerschaft eine Handlungsempfehlung veröffentlicht, die offene KI für alle empfiehlt. Bildungseinrichtungen wie die Universität Graz haben auch bereits lokale KIs installiert, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden können. Und im Fall der Universität Graz funktioniert das auch sehr gut. Für dieses Video haben wir uns lokale KI-Modelle ganz praktisch angesehen und offene Modelle getestet, die häufig empfohlen werden. Wir haben dafür einen durchschnittlichen Bürolaptop verwendet, ganz konkret ein 3 Jahre altes Lenovo ThinkPad mit den hier eingeblendeten Konfigurationen. Und damit bilden wir die Situation nach, wie sie viele Trainerinnen und Trainer vorfinden und möchten auch zeigen, welche Einschränkungen das mit sich bringt. Warum aber trotzdem Optimismus angesagt ist, das erfahren Sie dann am Ende dieses Videos. Für KI-Sprachmodelle gibt es mittlerweile Lösungen, die ohne Internetverbindung funktionieren. Dazu braucht man eine lokale Desktop-Anwendung, also sozusagen ein Bücherregal, in das man dann ein oder mehrere Bücher, also Sprachmodelle oder Large Language Models stellen kann. Wir haben uns dabei für die kostenlose Desktop-Anwendung LM Studio entschieden und die wird von der Advanced Innovation GmbH in Hamburg entwickelt. Als Alternative könnte man zum Beispiel GPT-4all von Nomic AI verwenden. In beiden Anwendungen gibt es zahlreiche Sprachmodelle, die man dann auswählen kann. Und wir haben auch hier mehrere getestet und uns schlussendlich für Dolphin Mistral 2.8 entschieden. Dabei handelt es sich um ein Feintuning des Modells Mistral vom gleichnamigen französischen Startup. Es ist kostenlos und quelloffen. Und die Qualität der Antworten ist durchaus vergleichbar mit ChatGPT 3.5. Was bei Mistral allerdings zu beachten ist, es gibt keine Moderationsmechanismen, die unangemessene Inhalte herausfiltern. Eine Alternative zu Mistral, die vor allem mit englischsprachigen Prompts gut funktioniert, ist das Sprachmodell Llama 3 Instruct. Bei der Installation starten wir mit dem Bücherregal, das heißt mit LM Studio. Die Installation funktioniert einfach über die URL lmstudio.ai und in meinem Fall über den Download-Button für Windows. Das heißt, ich lade also hier die .exe-Datei herunter und installiere diese. Dafür sind auch keine weiteren Eingaben notwendig. Wenn ich dann fertig bin, öffnet LM Studio automatisch und ich befinde mich auf der Startseite. Hier sehe ich eine Übersicht über verschiedene Funktionen, zum Beispiel ein Sprachmodell suchen oder mit dem Modell chatten. Und außerdem habe ich eine Übersicht über die beliebtesten Sprachmodelle, die ich direkt downloaden kann. Über die Suchzeile kann ich auf die Open Source Plattform Hugging Face zugreifen und von dort unzählige weitere Sprachmodelle herunterladen. Bevor ich mit dem Chat loslegen kann, muss ich mir also noch ein Sprachmodell laden. Wir wählen hier, wie erwähnt, Dolphin Mistral 2.8. Das befindet sich nicht auf der Übersichtsseite, also müssen wir es oben über die Suchzeile suchen und eine geeignete Variante auswählen. Sobald es dann fertig ist,
kann ich mit dem Chatten loslegen. Das heißt, ich klicke auf der Startseite in der Leiste links auf das Sprechblasensymbol und erreiche von dort aus das Chatfenster und kann dann eben entweder direkt mit den Prompten starten oder vorher auf der rechten Seite noch verschiedene Einstellungen festlegen und dann eben danach meinen Prompt unten ins Eingabefeld eingeben. Die Geschwindigkeit der Antwort ist wieder ein bisschen abhängig von der Hardware, also von meinem Computer und auch davon, welches Sprachmodell ich verwende. In diesem Fall habe ich nach Ideen für ein Finanzbildungsprojekt gefragt und es wurden dann auch wirklich einige hilfreiche Vorschläge generiert. Und da es sich um eine lokale KI handelt, funktioniert das Prompten hier auch ohne Internetverbindung, das heißt auch zum Beispiel im Flugmodus. Pinocchio ist ein Browser, der Zugriff auf über 80 verschiedene KI-Programme bietet, die sich lokal installieren, verwalten und im Browser aufrufen lassen. Dazu zählen diverse Anwendungen, wie zum Beispiel das Generieren von Bildern, Videos oder 3D-Modellen. Pinocchio funktioniert auf allen gängigen Betriebssystemen, also Windows, Mac und Linux. Die Daten bleiben dabei zu 100% auf dem eigenen Computer. Bei Pinocchio handelt es sich um Open-Source-Software, die auch völlig kostenlos ist. Ist Pinocchio installiert, sind auch keine weiteren Installationen mehr nötig. Man kann danach also eines der KI-Programme auswählen und das jeweilige Skript herunterladen. Das Programm, für das wir uns entschieden haben, ist ein KI-Tool zum Generieren von Bildern und nennt sich Stable Diffusion Web UI. Beginnen wir also zuerst mit dem Download von Pinocchio. Dazu ruft man die Website auf und klickt auf den Button Download. Es öffnet sich eine neue Seite und man scrollt zum jeweiligen Betriebssystem, in meinem Fall Windows. Nun kann man die heruntergeladene Datei ausführen und die beschriebenen Installationsschritte befolgen. Die Installation von Pinocchio sollte nicht allzu lange dauern. Man kann auch den Speicherort auswählen und einstellen, ob man ein helles oder ein dunkles Theme verwenden möchte. Der Download ist also erledigt. Auf der Startseite von Pinocchio klickt man den Button Visit Discover Page, um zu den KI-Programmen zu gelangen und dort ein Skript auszuwählen, das man herunterladen möchte. Hat man sich entschieden, wir wählen den Bildgenerator Stable Diffusion Web UI, klickt man auf den Download-Button und muss gegebenenfalls auch mehrmals als Administratorin die Installation bestätigen. Eine Übersicht zeigt den Installationsfortschritt. Je nach Leistung des eigenen Rechners kann die Installation des Programms schon etwas länger dauern. Es kann mitunter zu Abstürzen oder Fehlermeldungen während der Installation kommen. In solchen Fällen kann man nochmals auf Installieren klicken und die Installation sollte dort fortgesetzt werden, wo sie unterbrochen wurde. Auch Warnhinweise von Virenschutzprogrammen, die man installiert hat, können erscheinen. Hier muss man dann entsprechendes auswählen und die Installation fortsetzen. Am Ende sollten alle Komponenten installiert sein. Und man wird gebeten, alles zu speichern. Nun ist es noch erforderlich, direkt in Stable Diffusion auf Install zu klicken. Dann öffnet sich nochmals ein Skript. Das kann wieder etwas dauern. Danach ist die Installation abgeschlossen. Öffnet man ab jetzt Pinocchio, sieht man das KI-Programm, das man installiert hat. In diesem Fall ist es das Tool Stable Diffusion. Man wählt das Programm aus und klickt auf der linken Seite auf Start. Das Skript lädt und nach einer Zeit kann man ebenfalls auf der linken Seite auf Open Web UI klicken. Danach erscheint das Prompt-Fenster und alle Einstellungsmöglichkeiten. Um ein Bild zu generieren, gibt man nun einen Prompt ein und wählt die gewünschte Größe des Bildes und weitere Einstellungen aus. Umso größer die Maße des Bildes, desto länger dauert das Generieren.
In einem Balken wird der Fortschritt angezeigt. In unseren Tests war auf kleinen Bildern, zum Beispiel mit den Maßen 315x210, nichts zu erkennen. Waren Breite und Höhe zum Beispiel auf 630x420 eingestellt, generierte das Tool durchaus brauchbare Ergebnisse. Mit Klick auf das Ordnersymbol kann man den Speicherort des Bildes öffnen. Als Fazit lässt sich festhalten, die Installation von Pinocchio funktioniert gut und ist nicht allzu schwer. Wie lange die Installation von Stable Diffusion dauert und vor allem das Generieren von Bildern ist sehr stark von der Leistung des jeweiligen Geräts abhängig. Bei einem Laptop mit einer durchschnittlichen Leistung kann das schon etwas länger dauern. An dieser Stelle noch ein Tipp. Sie können die Zeit für das Generieren des Bildes erheblich verringern, wenn Sie eine geringere Auflösung angeben. Mit dem KI-Tool Upscale, das wir Ihnen in dieser Lerneinheit vorstellen, können Sie die Auflösung des Bildes dann erhöhen. Das ist ein Workaround, der Ihnen aber einiges an Zeit ersparen kann. Mit dem KI-Tool Upscale kann man die Auflösung von Fotos und Bildern vergrößern und damit auch die Bildschärfe verbessern. Damit das funktioniert, muss die KI auf Basis ihrer Trainingsdaten zusätzliche Pixel, also kleine Bildpunkte, errechnen und hinzufügen. Auch Upscale funktioniert lokal und ist ohne Internetverbindung nutzbar. Man kann damit kostenlos so viele Bilder, wie man möchte, bearbeiten, ohne diese in ein Online-Tool hochladen zu müssen. Das Programm lässt sich sehr einfach installieren, indem man zuerst die Website aufruft, dann rechts oben auf Download klickt und schließlich das richtige Betriebssystem auswählt. In diesem Fall ist das Windows. In dem Menü, das sich daraufhin öffnet, muss man nur noch Exe Installer auswählen und die Exe-Datei herunterladen. Nun kann man die Installation ausführen. Ist die Installation beendet, lässt sich das Programm auch schon aufrufen. Die Benutzeroberfläche von Upscale sieht so aus. Um ein Bild zu verbessern, muss ich es zuerst in das Programm einfügen. Das kann ich hier unter Select Image machen. Praktisch, man kann mit Upscale auch gleich mehrere Bilder vergrößern. Dazu müsste ich hier oben auf Batch Upscale klicken und könnte dann einen kompletten Bildordner auf einmal verbessern. Jetzt wähle ich aber nur ein einzelnes Bild aus. Ich verwende dazu eines in sehr geringer Auflösung. Im zweiten Schritt kann ich hier ein Modell auswählen, auf das Upscale dann zugreift. Dabei stehen 6 verschiedene Modelle zur Auswahl, die sich auch in ihren Ergebnissen leicht unterscheiden. Sollte man also mit einem Ergebnis noch nicht zufrieden sein, könnte es sich lohnen, bei dieser Einstellung ein anderes Modell auszuprobieren. Als nächstes kann ich hier entscheiden, um welchen Faktor ich das Bild vergrößern möchte. Hier unten wird mir dann jeweils das Format des Bildes vor und nach der Veränderung durch das Tool angezeigt. Ich wähle jetzt einmal den Faktor 4 aus. Im dritten Schritt kann ich noch einstellen, wo auf meinem Rechner das verbesserte Bild hingespeichert werden soll. Upscale speichert die Bilder wahlweise in unterschiedlichen Dateiformaten. Das kann ich hier unter Settings und Save Image As ändern. Und dann kann ich auch schon starten, indem ich auf Upscale klicke. Der Prozess dauert je nach Leistung des Geräts ungefähr 30 Sekunden. Wie man hier sieht, ist das Ergebnis sehr gut geworden. Um noch genauer beurteilen zu können, ob ich mit dem verbesserten Bild zufrieden bin, bietet mir Upscale verschiedene Ansichten. Es gibt die Slider-Ansicht mit einem Vorher-Nachher-Vergleich. Ich könnte hier aber auch die Lens-Ansicht auswählen, um die Veränderung auch in spezifischen Bereichen des Bildes besser beurteilen zu können. Dazu kann ich hier zusätzlich den Zoom und auch die Ausschnittsgröße verändern. Bei dem Bild von einem Schriftzug, das ich hier verwendet habe, bin ich mit dem Output des Tools sehr zufrieden. In unseren Tests haben wir Upscale außerdem verwendet, um Fotos von Landschaften und Fotos von Menschen zu verbessern. Die Ergebnisse waren insgesamt sehr hochwertig. Bei Porträtfotos mit einer sehr geringen Auflösung stößt das Tool jedoch an seine Grenzen.
Sollen Fotos von Personen nur etwas optimiert und in der Qualität verbessert werden, dann eignet sich das Tool auch für diesen Anwendungsfall sehr, sehr gut. Zum Schluss haben wir noch ein lokales KI-Programm für Sie, mit dem man mit Word- oder PDF-Dokumenten chatten kann. Und zwar Anything LLM. Dabei handelt es sich wieder um ein Bücherregal, in das verschiedene Large Language Models gestellt und mit eigenen Dokumenten kombiniert werden können. Installieren kann man das Programm, indem man die Website aufruft und auf Download Anything LLM for Desktop klickt. Dann kann man wieder das richtige Betriebssystem auswählen, Mac, Windows oder Linux, die Exe-Datei downloaden und installieren. Daraufhin öffnet sich die Benutzeroberfläche, die Sie hier sehen. Anything LLM ist ein sogenanntes RAG-System. Das bedeutet, dass über das Programm ein Sprachmodell auf eine Wissensbasis außerhalb der Trainingsdaten zugreift. In unserem Fall nimmt das Modell Bezug auf Dokumente wie PDFs oder Word-Dateien, die man in das Programm lädt und dem Modell zur Verfügung stellt. Aus diesen Informationen setzt die KI dann Antworten auf Prompts zusammen. Hier wurde zum Beispiel ein Prompt eingegeben, und zwar: Erkläre mir den Begriff Bias. Darauf hat die KI sichtlich eine gute Antwort generiert. Das liegt daran, dass dem System verschiedene Quellen zur Verfügung gestellt wurden, in denen der Begriff vorkommt. Auf diese hinterlegten Dokumente greift das Modell zu und erstellt eine zusammenfassende Begriffserklärung. Hier kann man sich genau anzeigen lassen, auf welche Quellen das Programm zugegriffen hat. Wenn man hier draufklickt, dann sieht man, dass Ausschnitte einbezogen wurden, wo der Begriff erklärt wird. Und aus diesen Textschnipseln hat die KI am Ende das Ergebnis generiert. Das ist eine andere Herangehensweise, als wenn man zum Beispiel ChatGPT verwendet, denn dort kann man weder beeinflussen noch nachvollziehen, woher das Modell die Infos bezieht. Bei Anything LLM hingegen behält man selbst die Datenhoheit, weil man bestimmt, welche Quellen verwendet werden sollen. Außerdem werden eingegebene Prompts und Dokumente nicht weitergegeben, sondern bleiben lokal. Man kann in dem Programm verschiedene Workspaces anlegen. In diesem Fall wurde bereits ein Workspace erstellt. Hier oben können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Klickt man auf das Pfeilsymbol, erhält man eine Übersicht über die Dokumente, auf die das Modell im jeweiligen Workspace zugreifen kann. Hier links gibt es einen Pool, wo Dokumente hineingeladen und dann einem bestimmten Workspace zugeordnet werden können. Hier links kann ein neuer Workspace angelegt werden. Da sind dann noch keine Dokumente zugeordnet. Man kann aber eins der bereits hochgeladenen PDFs auswählen und diesem neuen Workspace hinzufügen. Dann kann man die PDFs direkt befragen. Beim rechten Button können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Bei den General Settings kann man den Workspace benennen. Klickt man auf Chat Settings, kann man zwischen zwei Modi wählen, Chat oder Query. Query ist der klassische Abfragemodus, wie er zu Beginn gezeigt wurde. Hier werden nur die hinzugefügten Dokumente einbezogen. Wählt man hingegen die Option Chat, würde das Tool zusätzlich zu den Dokumenten noch andere Informationen dazu generieren und vielleicht sogar halluzinieren. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, einen sogenannten Pre-Prompt einzugeben. Das ist ein übergeordneter Prompt, der bei jeder Abfrage in diesem Workspace automatisch mitgeschickt wird. Hier wurde zum Beispiel eingegeben, dass Antworten auf Deutsch formuliert werden und sich nur auf die Dokumente beziehen sollen. Für verschiedene Workspaces kann man unterschiedliche Voreinstellungen vornehmen. Um die Antworten zu generieren, greift das Programm auf ein Large Language Model zu. Klickt man auf den Button hier unten und dann auf LLM Preference, dann kann man auswählen, welches Modell zum Einsatz kommen soll. In diesem Fall wurde Mistral 7b verwendet. Man könnte aber auch Llama 3 nehmen oder ein kleineres Modell wie Phi 2. Sobald man hier wechselt, wird das System auf das neue Modell umgestellt. Und noch eine Info zum Schluss. Damit das Programm gut und schnell läuft, also vergleichbar mit Online-Sprachmodellen ist, benötigt man viel Arbeitsspeicher. 16 GB RAM wären dafür mindestens erforderlich. Als Resümee muss man ehrlicherweise sagen, dass uns die Qualität der Ergebnisse noch nicht überzeugt hat. Vor allem nicht im Vergleich zu den Bildgeneratoren und Textgeneratoren, die wir schon kennen und vorgestellt haben. Und das liegt nicht nur an den verwendeten Geräten, sondern die KI-Modelle sind auch noch nicht besser.
Am Gerät selber liegt aber das langsame Tempo, in dem generiert wird. Und hier bringt schon ein Gaming-PC mit einer besseren Grafikkarte deutlich bessere Ergebnisse. Ein solcher leistungsfähiger PC mit hoher Speicherkapazität wäre prinzipiell auch als Server betreibbar, wenn die KI in einem Netzwerk verfügbar sein soll. Aber das erfordert unter anderem ein Kühlsystem und einen Lärmschutz und natürlich insgesamt einen höheren Mitteleinsatz. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. In Zukunft wird auch die Standard-Hardware so ausgestattet sein, dass sie lokale KI bewältigt und KI-Funktionen werden in Softwarepakete und Betriebssysteme integriert sein. Aktuell stattet Microsoft diverse PCs mit Copilot Plus aus und diese sind schon für den Sommer 2024 im Handel angekündigt. Und die hier integrierten KI-Funktionen sollen großteils auch ohne Internetverbindung funktionieren, wie etwa die Recall-Funktion zum Durchsuchen eigener Produkte. Ähnliches gilt natürlich für Apple-Geräte. Laut Pressemitteilung wird die neue Apple Intelligence KI teilweise lokal auf dem Mac und teilweise in der Cloud laufen und dort mittels Apple-Chip abgesichert sein. Und in ähnlicher Form wird KI bald auch auf die Mobilgeräte kommen. Mit anderen Worten, lassen Sie sich bitte nicht frustrieren, nicht den Mut verlieren beim Testen lokaler KI, denn die technische Entwicklung geht rasant weiter.